So, es geht weiter. Die überlegen, wie wir vorgehen, weil wir müssen die Partisaneneinheiten finden, ja. Okay. Oh, hallo. Hier hin. Okay, können wir machen. Okay, Flak hier hin. Flammenpanzer hier hin, du hier hin. Zweite Flak hier hin. Infanterie hier hin, Infanterie hier hin. Panzer hier hin, Panzerabbruch hier hin. Panzer hier hin, Panzer hier hin. Panzer hier hin. Nein, du bist nicht abgedeckt. Oh, komm schon. Alles andere ist abgedeckt. Ja. Nein. Ja, hier. So. Wie viele Partisanen brauchen wir denn noch? What? 6 Stück. Da hätten wir es, das heißt 5. Ja, ich hoffe, dass die hier irgendwo mir den Weg laufen. Da hätten wir schon mal eine. Ups. Das war jetzt so nicht geplant. Sehr gut, du hier hin. Warum? Moment, du kannst hier nicht angreifen? Warum? Der im Wald ist? Das ist nicht gut. Okay, dann machst du das. Hier hin. Es regnet, okay, da kann ich nichts machen. Da Abwehr hier hin. Okay, aber es regnet, von daher ist es nicht so tragisch.
Okay. Ja, dumm gelaufen. Das hätten wir auch eben machen können. Ja. Okay, Black. Hier hin. So, hier lang. Country. Black. Jetzt deckt hier ab, der Rückzug läuft. Hier Partisanen fehlen, zwei haben wir. Immer ein Deck wieder. Flugplätze sollen wir sein, dann könnten das vielleicht drei sein. Dann fehlt aber immer noch eine. Ja, eine fehlt immer noch. Da oben ist sie. Was zum Geier macht die da oben? Okay, hol die mal hier raus. Kommst hier hin. Ne, bist du noch nicht drin. Aber du darfst das jetzt auch nicht sehen. So, es fehlen noch zwei. Eine ist die hier. Das andere. Hierhin. Hierhin. Hierhin.
Komm hier hin, blockier. Nee. So, jetzt mal gucken. Das Halbkettenfahrzeug muss wohin nochmal? Das hat, muss überleben, ja, ist mir klar. Brillanz eskortieren. Ja, aber wohin hier im Brillanz? Ist das egal? Eins von den Feldern hier? Gehe ich jetzt mal von aus. Okay. Yes. Den Hinterhalt raus. Okay. So, dann, da ist das andere Ding. Perfekt. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Der Rückzug, wie man so schön sagt. Ja. Ordnet der Rückzug. So, das passt. Eine Partisaneneinheit. Muss nicht mit Brüdern sein. Machen wir in der nächsten Runde dann. Jawohl, wir haben's. Sehr geil. So, dann. Okay, wunderbar, er muss nur da rein. So, ich habe mir den Befehlshaber der 9. Armee, oder ich habe mit dem Befehlshaber der 9. Armee über die Lage gesprochen und erfahren, was geschehen ist. Sehr schön. Offenbar hätten wir vor Oyol umkehren sollen, aber wir haben den Befehl nie erhalten. Angesichts der stark zunehmenden Partisanaktivitäten und des vollständigen Zusammenbruchs Frontbogens in unseren Rücken hatten wir Glück, dass wir mit dem Leben davongekommen sind. Die 9. Armee hat sich zur Verteidigungsstellung bei Smolensk zurückgezogen. Krass, wie weit wir zurückgefahren sind. Und dorthin werden wir uns begeben. Im Angebracht meiner früheren Verletzung und der Gefahr, der wir beim Rückzug in unserem Halbkettenfahrzeug ausgesetzt waren, sollten wir uns besser ein geschlossenes Kommandofahrzeug beschaffen. Ja. Historisch. Die Rote Armee begann bereits Mitte Juli mit ihren Angriffen gegen die nördliche Flanke der deutschen bei Kursk. Anfangs erwiesen sich die Angriffe als nicht besonders effektiv, was jedoch nur daran lag, dass die 9. Deutsche Armee kräftig von der Kursk-Offensive abziehen konnte. Was? Dass die 9. Armee Kräfte von der Kursk-Offensive abziehen konnte, um die Angreifer aufzuhalten. Vor allem diesen Truppenabzug war es geschuldet, dass die Deutschen bei ihrem Durchbruchsversuchen im nördlichen Sektor des Kursker Frontbunds kaum Erfolge erzielten. Nachdem die Sowjets den Vorstoß der Deutschen auf Kursk gänzlich zum Erliegen gebracht hatten, gingen ihre Verstärkungstruppen umfassend zum Gegenangriff über. Die Stellungen der Deutschen um Oyol
brachten innerhalb von nur einem Monat oder brachen innerhalb von nur einem Monat zusammen, da die Sowjets fast fünfmal so viele Truppen aufbieten konnten und Partisanen hinter den deutschen Linien immer wieder Angriffe durchführten. Ja, Leute. Ist aber erfolgreich. Lass uns mal gucken, was da im Hinterland alles kommt. Eieiei. Ja. Obwohl wir einen Haufen Zeug schon gekillt haben, ne? Also vorher haben wir ja komplett. Wir haben fast die komplette Vorhut gekillt, ne? Das sind glaube ich Vorhuttruppen, das da noch. Da sind die regulären, genau. Aber ey, wir haben fast alle Vorhut. Also da unten die, glaube ich, waren das, ja. Wir haben die alle fast gekillt, oder? Ja. Okay. Die Flaks haben den Job richtig gut gemacht. Das hat alles gut funktioniert. Das ist eigentlich sehr erfreulich, muss ich sagen. Da müssen wir mal in Zukunft überlegen, wie wir das mit der Luftwaffe machen. Also Bomber, wenn man die einsetzen will, brauchst du Jäger. Da führt kein Weg dran vorbei, aber da kann man sicher irgendwas steigen mit Sicherheit. Also zwei Flaks sollten wir vielleicht in Zukunft schon dabei haben. Müssen wir mal gucken, dass wir halt hoffentlich hier das erhöhen können. Und das wird sich zeigen. Aber das war's von dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann starten wir die nächste Mission. Bye, bye.